begrüße euch, Sascha hier von Exclusive Trading, heute wieder mit einem weiteren spannenden Video aus dem Chart. Und zwar geht es darum, Qualität ins Trading zu bekommen. Wie bekommt ihr möglichst viel Qualität in euer Trading? Das ist das heutige Thema. Vorweg ganz kurz, letzte Woche habt ihr gemerkt, gab es kein Video, weil sehr, sehr viel Stress da war bei mir. Ich hatte sehr, sehr viel zu tun. Und auch diese Woche gibt es nur zwei Videos aus dem Chart, aber ab nächste Woche gibt es dann wieder die volle Vielfalt. Also in diesem Sinne einfach dranbleiben. Diese Woche mit den Themen, genau wie heute, wird es auch sehr, sehr spannend. Und es wird einen neuen, weiteren geilen Channel geben. Und zwar geht es da um Eigenkapitalverwaltung, Investment, um Investing, Kurzfristinvesting, um wirklich sinnvolle Kapitalanlage und noch wichtiges Know-how rund um die Finanzmärkte, dass er wichtige Dinge für den Anleger, für den Investor und für den Otto-Normalverbraucher, um das Thema dann nicht ganz en Detail wie hier im Trading zu machen. Also wen das interessiert, auch jetzt hier abonnieren, ihr werdet in den nächsten zwei, drei Wochen Infos bekommen und auch in den nächsten zwei, drei Wochen geht der neue Channel an den Start, wo wir wirklich nur um diese Thematik drauf eingehen, die wirklich für die breite Masse interessant ist, die nicht traden wollen, im 5-Minuten-Chart, im 15-Minuten-Chart agieren wollen, weil ihnen das zu risky ist, wie auch immer. Auch für die Leute finden wir hier sehr, sehr spannende Themen. Auch die Leute finde ich es sehr, sehr wichtig, dass die auch Know-how vermittelt bekommen, dass man sich nicht auf seinen Bankberater oder sagen wir Bankverkäufer verlassen muss. Das heißt, hier werden wir auch dementsprechend Know-how vermitteln, dass man sich auch seine eigene Meinung bilden kann, zusätzlich zu dem, was einem der Bankberater denn so erzählt. Ja, mehr dazu kommt aber zum Channel. Hier kommen wir erstmal heute zur Thematik, wie bekommt man Qualität ins Trading. Erstmal ganz, ganz wichtig, für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Qualität vor Quantität. Das sage ich meinen Jungs bei der ETG Trading Ausbildung immer wieder, Qualität vor Quantität. Lieber mal ein, zwei Trades weniger machen, dafür aber qualitative Trades machen. Das heißt, die ewige Suche nach Trades muss ein Ende haben. Das heißt, ihr dürft nicht vorm Chart sitzen und krampfhaft nach Trades suchen. Nein, entweder ihr findet die Trades eurem Setup entsprechend oder ihr tradet nicht. Deswegen ganz, ganz wichtig, Qualität vor Quantität. Das nur ganz kurz vorweg. Heute zum Thema Qualität ins Trading bekommen, habe ich hier ein Chartbeispiel aus dem Aussie Dollar British Pound. Das ist wahrscheinlich ein Markt, ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück, der den meisten nicht so geläufig ist, weil die meisten wahrscheinlich im Euro-US-Dollar DAX und Dow Jones unterwegs ist. Ist auch gerade so in Mode oder ist eigentlich immer in Mode in den ganzen Facebook-Gruppen und auch so in den ganzen Communities sind das so die Modemärkte. Aber es heißt ja nicht unbedingt, dass die Modemärkte auch die besten Märkte sind. Das sind nur die Märkte, wo sich die meisten drüber unterhalten. Leider sind das aber auch die Märkte, die am erratischsten sind, die am schwersten einzukalkulieren sind, was die nächsten Bewegungen sind, weil halt wirklich sehr, sehr viele Marktteilnehmer drin sind, weil sehr, sehr viele Marktteilnehmer rumspringen und auch sehr, sehr erratische Bewegungen zustande kommen, besonders in den kleinen Timeframes. Deswegen, be open-minded, wirklich open-minded sein, kann ich nur sagen, schaut euch auch andere Märkte an und dann finden sich auch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Also dementsprechend informiert sein, sich andere Märkte angucken, open-minded sein, sich nicht nur auf Euro, US-Dollar, DAX und Dow Jones fixieren. Gut, hier haben wir ein Beispiel. Und zwar habe ich damals hier mit dem Michael aus unserer Trading-Gruppe vor knapp zwei Jahren, nicht ganz, anderthalb Jahren, haben wir hier ein Setup gefunden. Und zwar hatten wir hier unten an der Bodenbildung, an einem sehr, sehr wichtigen Level, hier unten an 0,44,71,4 hatten wir eine sehr, sehr wichtige Bodenbildung. Hier sind zwei Setups entstanden. Einmal, wir sehen es hier, eine SKS, die man hätte traden können und je nach Gusto auch ein aufsteigendes Dreieck, respektive bulliges W. Nehmen wir erstmal die SKS, hier haben wir die linke Schulter, hier unten hätten wir den Kopf, hier hätten wir die rechte Schulter und das Trigger-Level wäre dann dementsprechend hier gewesen nach oben. So, ist es leider rot geworden, passt jetzt dazu. Das wäre das erste mögliche Setup gewesen. Um das Setup inverse SKS oder bulliges W geht es hier erstmal nicht. Wie man das Ganze auch nennt, ist auch vollkommen irrelevant. Es geht mehr darum, was da im Markt passiert, sprich wie die Marktteilnehmer handeln. Aber auch darum geht es hier nicht. Es geht nur darum, das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Die löschen wir jetzt mal wieder, um uns auch unbefangen die zweite Möglichkeit anzugucken. Das heißt, je nachdem, wie man tradet oder was für ein Setup man hat, hätte man unter Umständen aber auch ein
bullisches Wertumkehr finden können. Hier unten das Low, hier das rechte Bein ein bisschen höher und in dem bullischen W noch ein weiteres bullisches W verschachtelt. Wir sehen das hier und hier wäre das Trigger Setup, das Trigger Level dann dementsprechend hier nach oben gewesen. Also hier ab jenem Level. Was auch immer man von beidem tradet. Wie kommt man dazu, so einen Trade möglichst lange zu halten? A, spielt erstmal die Timeframe keine Rolle. Natürlich sind wir jetzt hier in einer Timeframe-Tageschart, wo die meisten sagen, boah, den muss ich dann ja ewig haben, erhalten, da habe ich keine Geduld für. Das ist schon mal der erste Fehler. Schauen wir uns mal diesen Trade oder diesen möglichen Trade erstmal an. Das heißt, wir hätten jetzt, ich stauche jetzt mal den Chart hier ein bisschen zusammen, wir hatten hier oben ein Target-Level, wo man sagen kann, okay, da sehe ich auf jeden Fall ein Target. Abgesehen von dem Measured Move, den ich hier habe, habe ich hier oben noch ein Target-Level, wo ich sagen kann, okay, da ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs hinläuft. Wie hätte man jetzt hier handeln können? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir hätten jetzt unten das aufsteigende Dreieck genommen und hätten die Stops dementsprechend ganz klassisch markttechnisch nachgezogen. Wir nehmen uns jetzt mal hier ein Beispiel raus. Der Markt wäre hier nach oben getriggert. Ihr wärt meinetwegen beim Triggern schon mit dabei gewesen. Der Markt korrigiert und ihr habt dann am Anfang den Stop hier unten drunter. Dann läuft der Markt weiter hoch, macht neue Highs hier oben. In dem Moment könnt ihr den Stop hier nachziehen. Der Markt korrigiert wieder. 1, 2, 3, das kennen die meisten. Und läuft hier nach oben, macht wieder ein neues High. In dem Moment könnt ihr den Stop hier nachziehen. Erstmal sagen die meisten Leute, okay, eine sehr, sehr langwierige Geschichte. Wir korrigieren wieder. Der Markt läuft wieder hoch. Alles sehr, sehr sauber. Wir sind auch in einer sehr großen Timeframe-Tageschart. Der Stop kann wieder nachgezogen werden. Und so geht das Spiel jetzt immer weiter. Wir laufen hier nach. So, wir laufen jetzt hier nach. Der Markt läuft hier wieder hoch. So, hier sehen wir das jetzt. Er will nicht so ganz, wir können hier den Stop nachziehen. Und so geht das jetzt hier immer weiter und weiter. Hier können wir irgendwann den Stop nachziehen. Dann können wir hier einen Stop drunter ziehen. Hier können wir einen Stop drunter ziehen. Ups, er will jetzt nicht ganz. So, und hier können wir dann einen Stop drunter ziehen. Ich pausiere mal ganz kurz. So, wir laufen jetzt hier weiter. Die Windows-Kiste spinnt manchmal ein bisschen, die ist nicht so leistungsfähig wie mein Apple-Rechner, aber gut, in dem Falle brauche ich einen Windows-Rechner. Wir sehen das jetzt hier, ich habe es mal voreingezeichnet. Der Markt läuft hier hoch und wir können immer ganz konstant den Stop immer bei neuen Highs möglichst nachziehen, bis wir oben den Stop hier nachziehen und wir automatisch vom Markt rausgeholt werden. Das heißt, wir müssen noch nicht mal hier oben an dem Maximum-Target-Level manuell rausgehen. Das heißt, der Markt holt uns hier irgendwann automatisch raus. Das heißt, wir wären dann quasi hier vom Entry, sagen wir mal von Anfang Oktober 2015, bis wir hier rausgeholt worden wären, im April 2016 sehr, sehr lange im Markt gewesen, aber sehr, sehr effizient im Markt gewesen. Also von daher keinen Grund zu klagen. Das heißt, woran liegt es, dass wir so einen Trade nicht machen? In diesem Fall liegt es daran, ich lösche jetzt mal alles hier wieder raus, ihr habt es ja jetzt mittlerweile gesehen, in diesem Fall liegt es ganz einfach daran, dass uns einfach diese Timeframes hier einfach zu hoch sind. Das heißt, wir denken, oh, schnelle Gewinne, wir senken irgendwann mal bei Gewinn XY, boah, das ist aber richtig viel, was ich da jetzt schon gemacht habe, ich will die Kohle jetzt mitnehmen und das ist der erste Fehler. Ihr dürft A, nur mit Geld traden, was ihr nicht benötigt und B, eventuell auch mal ausblenden, dass ihr den Gewinn hier nicht im Visier habt und das Ganze dementsprechend auch mal eventuell ausblenden. Und ja, in diesem Sinne, Geduld haben, ganz, ganz wichtig. Selbst wenn das jetzt ein 4-Stunden-Timeframe ist, verliert ihr irgendwann die Geduld, weil in Relation zum Entry habt ihr irgendwann die Geduld verloren. Ihr seht irgendwann auf eurem Konto, oh, ihr habt hier richtig viel Gewinn schon gemacht. Sag mal, habt ihr hier schon 200, 300, vielleicht 400 schon Gewinn gemacht, irgendwann vielleicht hier. Ihr überseht aber, dass ihr deutlich mehr machen könnt. Das heißt, ihr seid jetzt schon im Trade drin. Ihr lauft in den Gewinnbereich. Der Trade ist vielleicht schon Break-Even abgestoppt. Gebt dem Ganzen Luft und Geduld. Das sind ganz, ganz wichtig. A, das übergeordnete Ziel im Visier haben, um effizienter zu traden. Stops nachziehen, ein ganz rigoroses Stop-Management machen und nur dann aus dem Markt rausgehen, wenn der Markt mich rausholt. Klassisches Stop-Management oder einen fixen Exit-Zeitpunkt festmachen und nicht irgendwann sagen, oh, der Markt ist ja schon cool gelaufen, ich gehe dann mal raus. Bevor ihr den Trade macht, ihr wieder einen fixen Exit-Zeitpunkt festmachen, wo ihr sagt, okay, das ist mein Target. Vorher gehe ich aus dem Markt nicht raus und ziehe nur den Stop nach. Oder
Ihr legt vorhin ganz klares Top-Management fest, wie jetzt in diesem Beispiel hier, und ihr zieht immer einen Stop nach. Und bevor der Stop nicht gerissen wird, verlasst ihr den Markt nicht. Das setzt natürlich auch voraus, dass ihr das Geld, was ihr auf eurem Trading-Konto habt, jetzt nicht benötigt. Das müsst ihr immer sicherstellen, dass ihr das Geld jetzt nicht benötigt. Und nicht nur auf schnelle Gewinne aus sein. Ich weiß, das haben wir alle im Kopf. Oh, ich habe jetzt hier 400 gemacht, 400 Buchgewinne, die nehme ich mal lieber mit. Denken langfristig, das übergeordnete Ziel im Visier haben. Und wenn man den Trade anständig planen, ein anständiges Setup hat, dann kann man das auch vernünftig möglichst lange laufen lassen. Und da muss man einfach mal ausspielen, dass das Ding läuft, einfach weiter laufen lassen. Ihr habt ein übergeordnetes Ziel, ihr könnt noch deutlich mehr rausholen. Das hat in dem Fall nichts mit Gier zu tun, sondern mit einem vernünftigen Stop- und Position-Management zu tun. Und möglichst effizient zu arbeiten, möglichst qualitativ zu arbeiten, möglichst viel aus dem Markt rauszuholen, hat nichts mit Gier zu tun. Gier ist ein ganz anderer Punkt, den können wir gerne mal in einem anderen Video ansprechen. In diesem Falle, bringt Qualität da rein. Bringt die Geduld mit, blendet die schnellen Gewinne aus, behaltet euer übergeordnetes Ziel im Visier und arbeitet nur mit Geld, was ihr jetzt nicht benötigt, weil dann könnt ihr eure Trades möglichst qualitativ machen und immer daran denken, desto größer die Timeframe, desto sauberer agieren die Märkte. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Deswegen nochmal abschließend mit dem Motto Qualität vor Quantität und dann sieht es auch viel besser mit eurem Trading aus. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ciao, ciao, euer Sascha.